Hallo an alle, herzlich willkommen zum zweiten Video des heutigen Tages. Das wird ein bisschen ein durchmischtes Video. Ich möchte erstmal etwas erledigen, was schon etwas länger aussteht, nämlich von fast einem Dreiviertel bis ganzen Monat. Die Auslosung der 2000 Abonnenten Verlosung. Und das habe ich schon gemacht und ich wollte jetzt nur noch die Preisträger verkündigen. Das heißt, es wird jetzt kurz spannend. Ich hole mir meinen Zettel, wo ich mir die Namen aufgeschrieben habe. Und zwar gewonnen. Fangen wir erstmal mit den Trostpreisen sozusagen an. Eine Skype-Stunde mit mir. Ich wollte eigentlich noch was zu Skype sagen. Machen wir erst das zu Skype und dann würde ich erhöhe jetzt die Spannung. Ja, und zwar war ich lange nicht mehr online. Ich weiß, es tut mir auch leid, aber das ist wirklich, das ist halt ein bisschen stressig gewesen alles und deswegen ist das da auch immer ein bisschen anstrengend mit Skype und dann, wenn einem so viele Leute auf einmal schreiben, man kann sich einfach auf nichts anderes konzentrieren. Ich müsste mir wirklich einfach mal eine Stunde Zeit nehmen und dann nur online sein, nur zum Schreiben mit euch. Vielleicht gebe ich da auch mal eine Stunde bekannt, sodass dann ihr alle online sein könnt, dass das dann vielleicht ein bisschen koordinierter abgeht. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. So. Jetzt geht's aber um die persönlichen Skype-Video-Chat-Dates sozusagen. Und da hat einmal gewonnen die liebe I Love Dance and Beauty. Ein Name, den ich schon sehr oft gelesen habe. Das freut mich natürlich. Und die Scheherazade Ben. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. So, und jetzt kommen wir zu den Sachpreisen. Natürlich in Kombination auch mit einer Video-Chat-Stunde, wenn Sie denn gern möchten. Und da freut mich besonders, dass es wirklich ein Set hat, eine schon langfristige Abonnentin gewonnen, wo ich auch den Namen schon ganz oft gelesen habe und mich immer über die Kommentare freue. Und eins ist von einer relativ neuen Abonnentin, das freut mich auch wirklich sehr. Das Set 1 mit dem Vintage District Blush und dem Quattro von Catrice hat gewonnen, die Bärchen Tasave. Ja, ich schreibe auch die Namen alle nochmal unten in die Infobox, also ihr könnt dann gerne nochmal unten reingucken, falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr es seid oder ihr euch nur verhört habt. Und Set 2 mit der MUA-Palette und dem Lippenstift von P2 hat gewonnen, Nordinchen. Ja, und Nordinchen ist wie gesagt schon eine sehr lange Abonnentin und Bärchen Tasave ist, glaube ich, erst seit Mai dabei. Und es freut mich wirklich, dass dann jemand Neues und jemand Altes sozusagen auch gewonnen hat. Ja, und das war jetzt sozusagen die Verlosung, die Auflösung der Verlosung. Wie gesagt, schreibt mir jetzt bitte innerhalb von, sagen wir jetzt mal 14 Tagen, ja, machen wir 14 Tagen. Schreibt mir innerhalb von 14 Tagen eine persönliche Nachricht hier auf YouTube oder meine E-Mail-Adresse beautyhexe@gmail.com, die ich auch nochmal unten in die Infobox schmeiße. Da könnt ihr auch generell überhaupt immer gerne hinschreiben. Also nicht nur, wenn ihr irgendwie für eine Verlosung mich anschreiben wollt. Ist sogar teilweise wirklich was besser als bei YouTube, weil ich bei den persönlichen Nachrichten halt ja auf die YouTube-Seite muss und das mit meinem Handy ein bisschen schwieriger ist, während ich die E-Mails auch gut mit meinem Handy beantworten kann und deswegen ihr da vielleicht eine schnellere Antwort kriegt, wenn ihr mit mir schreiben wollt. Also bietet sich das vielleicht an. Okay, das war jetzt die Auslosung und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an alle, die gewonnen haben und wer nicht gewonnen hat, es gibt wieder mein Gewinnspiel, mache dann einfach nochmal mit und dann habt ihr vielleicht mehr Glück. So, und jetzt geht's zum zweiten Thema. Ja, falls ihr euch noch erinnern könnt, ich hatte ja vor einiger Zeit mal die Body Lotion Challenge ausgerufen, wo es darum ging, Body Lotions aufzubrauchen. Ich gehe nochmal ein Stück zurück, dass ihr die Misere ein bisschen besser sehen könnt. Und ja, ich war da auch ziemlich erfolgreich und habe ziemlich viel von mir alle bekommen, beziehungsweise musste auch zwei, drei Sachen weggeben, weil ich allergisch darauf reagiert habe. Jetzt ist das Ding, ich ziehe in 2,5 Monaten um. Und ich habe schon wieder so viele Bodylotions angehäuft. Ich benutze sie auch, aber es sind trotzdem zu viele, um sie auf einmal zu haben. Total, also dämlich. Und ja, deswegen rufe ich hiermit die Bodylotion Challenge Nummer 2 aus. Auf die Idee bin ich auch ein bisschen gekommen, weil ihr beim Hit the Pan Tag hatten ein, zwei Leute gefragt, ob ich denn bei, ich glaube, Aufbrauchen oder einer bestimmten Aufbrauchaktion von einer anderen YouTuberin mitmache. Ich werde es nicht unbedingt mit dekorativer Kosmetik machen, weil ich das, glaube ich, nicht so wirklich schaffe. Aber so Bodylotions und Körperpflege will ich auf jeden Fall viel aufbrauchen, weil ich keinen Bock habe, das Zeug mit nach Frankfurt zu schleppen. Ich werde es nicht Bodylotion Challenge nennen, sondern die Körperpflege Challenge. Und deswegen fangen wir jetzt mal mit den Bodylotions an. Da sind echt Sachen dabei, die sind noch so neu, die sind teilweise nicht mal geöffnet. Mir fällt auch gerade auf, es fehlt noch eine Sache, aber gehen wir es mal der Reihe nach kurz durch. Was so mit am fortgeschrittensten sein sollte, ist die hier von Darf, die seidige Feuchtigkeitspflege. Mag ich sehr, sehr gerne, riecht auch ganz nett und da ist auch echt hoch.
kommt der Sachse in mir durch. Auch relativ viel schon raus. Und die möchte ich auf jeden Fall alle kriegen. Die möchte ich sogar noch bis Ende diesen Monat alle kriegen. Also die soll jetzt in nächste Woche alle sein. Ja, immer schön damit eincremen. Dann habe ich auch noch von Synergen, ich wollte gerade Isana sagen, aber nein, es ist von Synergen die Body Lotion. Exotic Fruit, und die geht mir, ich habe davon noch nicht viel raus, davon ist irgendwie so viel raus und die geht mir jetzt schon auf die Nerven. Ich mag den Duft nicht mehr. Ach, es ist halt toll, exotisch und eigentlich ganz lecker, aber ich würde es lieber essen, als mich damit einzucremen, weil man wirklich dann den ganzen Tag irgendwie so danach riecht und irgendwann wird es dann zu viel. Und aber die soll auch alle werden, zieht halt auch relativ schön schnell ein. Ja, aber die hatte ich auch jetzt schon am längsten, die waren halt da. Und dann hatte ich irgendwie totalen Rappel und habe nochmal eingekauft. Ihr habt ja das bei The Body Shop mitbekommen. Das mit dem Peeling. Das Peeling möchte ich aufbrauchen. Ich möchte es einmal, ja, konzentriert sozusagen testen. Und dann soll es aber auch alle sein. Dafür ist es halt auch die kleine Größe. Ich glaube, da bin ich relativ zuversichtlich. Ich glaube, davon kann ich vielleicht 3-mal meinen Körper peelen oder so. Und die Body Butters, die kleinen. Da bin ich auch relativ zuversichtlich, dass ich die in 2,5 Monaten alle bekomme, weil die doch dann immer schon recht klein sind. Also wenn man sich wirklich am ganzen Körper mit Beinen und Armen und Bauch und allem eincremt und Rücken, dann finde ich, reicht das vielleicht für so 5-6 Mal, je nachdem wie verschwenderisch man damit umgeht, wenn überhaupt. Und deswegen, ja, dürfte das Ganze eine so eine Packung in einer Woche gegessen sein. Hab halt hier noch Haufen Pröbchen, aber ich glaube, da werde ich sowieso 2 Pröbchen zusammenschmeißen müssen, um mich überhaupt einmal davon eincremen zu können. Deswegen, also die The Body Shop Sachen kriege ich, glaube ich, alle. Und vor allem habe ich ja in Frankfurt dann einen The Body Shop und kann mir dann auch Nachschub holen, was halt hier nicht der Fall ist. Hier gibt es keinen The Body Shop. Deswegen war das in letzter Zeit so ein kleiner Ausraster bei mir. Deswegen habe ich da so viel gekauft. Dann habe ich ja noch von Darf schon ein Backup sozusagen, die verwöhnte Bodycreme, Purely Pampering mit Shea Butter and Warm Vanilla. Die ist auch noch komplett zu, die ist noch ungeöffnet, ich weiß gar nicht, wie sie riecht, aber ich stelle es mir sehr lecker vor. Und die nehme ich mit nach Frankfurt, weil die noch zu ist, weil die noch komplett verschweißt ist, die kommt mit nach Frankfurt. Und ich habe auch eine große The Body Shop Lebkuchen Body Butter, die ich mir im Weihnachtsausverkauf geholt habe für 5 statt 16 Euro. Und die habe ich mir auch jetzt für Weihnachten schon aufgehoben, weil ich die dann im Februar nicht noch anreißen wollte. Hätte ich gewusst, wie lange der Winter geht, hätte ich es vielleicht noch machen können. Aber auf jeden Fall die und die Body Butter von The Body Shop, die beiden will ich mitnehmen. Der Rest soll alle werden. Okay, ob das klappt, naja. Dann ein absoluter Tipp, großartig, von Isana, das Body Mousse Lotus und Bambusmilch für normale Haut. Und da habe ich mir gekauft gehabt, weil ich es von der wabbeligen Konsistenz so lustig fand. Es ist auch eher gelig als musig. Und habe es dann aber noch nicht benutzt gehabt. Und dann habe ich aber auf Innen und Außen bei der lieben Paddy, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, einen Artikel gelesen, dass das für sie die Sommerpflege überhaupt ist. Und ich habe es dann gestern Abend mal benutzt. Und ich kann euch nur sagen, es ist ein Traum. Es zieht so schnell ein. Es ist so erfrischend, kühl, gelig und trotzdem so toll pflegend. Ganz, ganz klasse. Also das wird meine Sommerbodylotion und die wird, glaube ich, in den 2,5 Monaten auch alle gehen. Also ich bin hier sehr zuversichtlich, dass sie alle geht. Die Bodyshop-Sachen werde ich alle machen. Hier frage ich mich halt, habe ich darauf Lust? Vielleicht frage ich auch meine, vielleicht, ja, brauche ich sie noch so ein Stückchen auf und dann gebe ich sie an meine Mama weiter, dass sie da mal den Duft machen kann. Es liegt wirklich nur am Duft. Von der Pflege ist es in Ordnung, es ist nicht sehr stark, aber für die Bodylotion okay. Und dann noch die Mandarine-Joghurt Wellness and Beauty. Da habe ich ja auch nur mal kurz reingefingert und es riecht relativ lecker. Die würde ich aber fast noch ein bisschen aufschieben, weil das für mich nicht der absolute Sommerduft ist. Weil es schon ein bisschen sehr, sehr cremig, warm riecht und ich mir auch vorstellen könnte, dass das eher sowas für den Herbst ist. Das heißt, das ist so der vielleicht Stapel, vielleicht doch noch mit nach Frankfurt. Also, ja, also sind wir schon bei 3, oh Gott. Naja. Und dann habe ich mir meine größte Sünde eigentlich, die In-Dusch-Body-Lotion gekauft, weil ich so neugierig war. Und es ist aber einfach meine 400ml-Pulle. Und obwohl ich hier die Hoffnung habe, dass man unter der Dusche ja generell immer ein bisschen verschwenderischer ist mit sowas und ich das dann vielleicht doch leichter aufbrauche. Und ich will sozusagen das morgens benutzen, beziehungsweise auch das morgens, weil es halt wirklich erfrischend ist, je nach der Hitze an dem Tag. Und dann diese Sachen hier abends.
dieses Nivea Sun Fluid ist eigentlich fürs Gesicht gedacht, aber das werde ich halt versuchen auch zu benutzen für meine Beine, weil es mir fürs Gesicht zu reichhaltig ist. Wenn es nicht alle wird, ist das nicht schlimm, weil das schmeiße ich dann definitiv weg, weil man ja Sonnenprodukte eh nach einer Saison wegtun sollte, weil sich diese Lichtschutzfaktoren und so weiter so zersetzen und nicht mehr ihre Wirkung haben und auch nicht gut für die Haut sind und so weiter. Also da ist relativ egal, wie sehr der Füllstand ist, die kommt definitiv nicht mit, die wird weggeschmissen. Und dann noch die Nivea-Cremes, die hier sind, die möchte ich sehr gerne für meine Ellenbogen und auch meine Füße benutzen, weil meine Füße unglaublich trocken sind. Und ich habe auch noch diese Hornhaut-Reduziercreme. Da ist aber auch nicht mehr viel drin und die soll auch aufgebraucht werden. So, und das war jetzt meine Körperpflege-Bodylotion-Sachen, die ich gern aufbrauchen möchte und wie ich das aufbrauchen möchte. Und ja, so challenge-mäßig. Und jetzt kommen wir mal noch zu anderen Produkten zur Duschgele und Körperpeelings. Also ich habe nur zwei Körperpeelings, das, was ihr gerade gesehen habt von The Body Shop. Und dieses hier von Isana, das ist halt leider relativ neu. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit Körperpeelings immer sehr verschwenderisch umgehe. Also wenn ich die damit benutze und ich benutze die so einmal in der Woche, dann ordentlich drauf. Also dann kann es auch schon ein bisschen mehr sein. Deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass ich das aufbrauche. Und ich mag es auch sehr gerne. Es hat keinen speziellen Duft, einfach nur so pflegend und ist sehr angenehm, gefällt mir gut. Ihr merkt auch, es ist viel Isana dabei, einfach weil ich ja auf Balea immer allergisch reagiere und deswegen habe ich mich bei Rossmann ein bisschen umgeguckt. Dann Betty Barclay Woman, glaube ich, gebe ich meiner Mama. Also ich glaube, das werde ich nicht mehr benutzen. Den Duft mochte ich als Teenager ganz gerne und ich glaube, genauso alt ist dieses Duschgel auch schon. Vielleicht schmeiße ich es auch einfach nur weg. Ja, aber hat das noch eine bestimmte Nummer? Da gab es aber irgendwie drei Nummern. Ein rosanes, ein blaues und ein grünes. War das jetzt einfach die Nummer 1 und deswegen stand keine Nummer drauf? Und die anderen waren die 2 und die 3? Keine Ahnung. Dann von Tracklemoon das Ginger One Ginger Morning. Und da ist doch schon recht viel raus, finde ich. Da bin ich schon relativ stolz drauf. So ein Drittel würde ich sagen. Ein Viertel. Ja, eher ein Viertel. Aber das soll auch auf jeden Fall alle werden. Diese Pulle möchte ich definitiv nicht einpacken müssen. Also, das soll auf jeden Fall alle gehen. Das soll auf jeden Fall alle gehen. Diese Weleda Sanddorn-Dusche, seht ihr schon, ist ja nur noch so viel drin von der ganzen Flasche. Die habe ich geschenkt bekommen gehabt zum Geburtstag. Mag ich auch sehr gerne. Wirklich ein ganz angenehmer, schön vitalisierender Duft. Und das kriege ich auf jeden Fall auch alle. Also, ja, das dürfte auch nicht das Problem sein. Dann dieses Monui de Tahiti von Yves Rocher und das ist für mich der absolute Sommerduft, weil wir immer, meine Mama ist so ein Yves Rocher Fan, wir hatten immer Sonnenpflege von Yves Rocher und deswegen in jedem Urlaub, in dem wir waren, in jedem Strandurlaub hatten wir das und wenn ich an diesem Duft rieche und es ist gerade so warm ist, dann mache ich die Augen zu und bin an einem Strand auf Kreta oder Fuerteventura oder wo wir auch immer schon waren. Oh, und deswegen, das würde ich glaube ich sowieso nachkaufen, auch in Frankfurt, weil ich diesen Duft gerne immer haben möchte. Immer wenn ich Urlaubsfeeling brauche, dann muss der da sein. Und deswegen muss das auch nicht unbedingt aufgebraucht werden. Aber es ist sowieso ein Sommerduschgel für mich, deswegen werde ich es glaube ich auch jetzt häufiger benutzen. Und mein absolutes Basics Dove Creme Mousse, schon irgendwie 4-mal nachgekauft, steht immer in der Dusche. Und selbst wenn es alle geht, würde ich es auch nachkaufen. Deswegen muss auch nicht unbedingt alle gehen, aber die Flasche wird, glaube ich, definitiv alle gehen in 2,5 Monaten. Und dann kaufe ich es mir lieber dort vor Ort, als dass ich es jetzt einpacke und unten wieder auspacken muss und rumschleppen muss. Und ich glaube, mit Duschgel bin ich relativ ausgesorgt. Ich muss aber auch sagen, ich dusche ja täglich. Und jetzt gerade, wenn es so heiß ist, sogar 2-mal täglich. Und deswegen ist Duschgel gerade nicht das Problem. Und diese kleinen von The Body Shop dürften auch nicht das Problem sein. Also diese Cherry Blossom mag ich halt sehr, 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 sehr gerne. Deswegen will ich eigentlich gar nicht, dass es alle wird. Deswegen werde ich damit sparsam umgehen. Aber diese Zitronendusche ist, glaube ich, jetzt einfach auch perfekt für den Sommer. Also das wird auch ein tolles Sommerduschgel und deswegen auch aufgebraucht. Ja, so viel wird bei mir aufgebraucht und das soll alle werden. Ich hoffe, dass es klappt. Ja, und jetzt kommen wir mal noch zur Haarpflege. Ja, das größte Übel lauert in der Haarpflege, weil ich habe es, glaube ich, schon in einigen Aufgebraucht-Videos erwähnt. Ich schaffe es nicht, Shampoo aufzubrauchen. Shampoo ist bei mir so etwas, das reicht einfach ewig. Und ich habe 10.000 Flaschen, weil ich zwischendurch mal wieder was Neues ausprobieren will. Und das sammelt sich an und ich könnte ausrasten. Ich habe nur eine Spülung, nur eine einzige Spülung, die auch fast leer ist. Ich habe davon aber noch ein Backup, weil die beiden gab es ja da mal in der Aktion im Doppelpack. Habe ich euch auch ein Video gedreht gehabt.
Und da hatte ich die am Doppelpack mitgenommen und deswegen habe ich davon zwei gehabt. Aber da die eh fast leer ist, nehme ich dann die zweite und dann habe ich auch gar keine Spülung mehr. Aber ich glaube, mit der neuen Packung komme ich dann 2,5 Monate genau hin und dann kaufe ich mir unten in Frankfurt was Neues. Und ja, die Haarmaske habe ich auch schon einmal nachgekauft. Ist auch meine einzige Haarmaske. Also ich habe nur eine Haarmaske und nur eine Spülung sozusagen da. Und die reicht, glaube ich, auch nur noch so die 2,5 Monate. Da könnte es sogar passieren, dass ich da noch was nachkaufen muss, bevor ich nach Frankfurt ziehe, weil es nicht reicht. Aber Shampoo. Ich brauche einfach so wenig Shampoo. Ich finde, Shampoo schäumt so gut auf. Und ich wasche meine Haare halt einfach nicht so oft. Ich wasche sie nicht jeden Tag, auf jeden Fall nicht jeden Tag, auch nicht alle 2 Tage. Und meine Haare fetten auch nicht nach, auch wenn es jetzt super heiß ist. Meine Haare sind total pflegeleicht und super toll und ich habe kein Problem mit Nachfetten. Das heißt, ich wasche sie nicht so oft. Wenn ich sie dann aber wasche, das volle Programm mit Shampoo, Kur und Spülung. Und mit Kur und Spülung werden meine Haare richtig eingefettet. Also da muss alles bedeckt sein. Deswegen brauche ich die, glaube ich, auch recht schnell auf. Aber Shampoo benutze ich halt nur so viel, wie es dann aufschäumt. Und deswegen habe ich einfach 20.000 Shampoo-Flaschen hier. Und weiß nicht, wie ich sie loswerden soll. Und das Schlimme waren auch noch diese DM-Boxen, wo ja auch in jeder Box so ein Shampoo drin war. Ich habe das schon an Freundinnen weitergegeben. Meine Mama hatte die Box ja selber an, die konnte ich es auch nicht weitergeben. Einfach, weil ich damit nicht anfangen konnte. Ich habe hier noch dieses Dove aus der DM-Box. Ich mag nichts mit 2 und 1. Ich mag nicht Spülung und Shampoo in einem. Das benutze ich zum Pinselsäubern, aber ob ich jetzt das noch alle kriege, wer weiß. Also ich glaube, das würde ich definitiv einfach mal eiskalt wegschmeißen. Das nehme ich nicht mit runter. Dann das Balea Repair Pflegeshampoo. Das sieht gerade noch super voll aus. Es ist nicht ganz so voll, aber es ist auch nicht unbedingt leer. Das ist einfach gerade nur mit Luft aufgepumpt, sozusagen. Da ist aber bestimmt auch mindestens noch die Hälfte drin und das mag ich aber relativ gerne. Glaube ich auch nicht, dass ich es aufbrauchen werde. Hier, absoluter Kandidat, Gliss-Kur, das ganz normale. Ich habe früher nur mit Gliss-Kur mir die Haare gewaschen, also das war mein Shampoo und habe da mal zwischenzeitlich ein bisschen ausgesetzt damit. Und da ist nur noch bis hierhin drin, das heißt, wenn ich mich anstrenge, reicht das für gerade noch einmal und diese Flasche wird dann weggeschmissen. Ich freue mich jetzt schon. Leider sieht das bei dieser Gliss-Kur Asia-Serie ein bisschen anders aus. Die ist noch bis hierhin voll. Das werde ich, glaube ich, nicht schaffen. Aber ich werde mich bemühen. Und ja, die Garnier-Flaschen, ihr seht es ja, bis hierhin voll. Und von dieser Flasche noch ein komplettes Backup. Also Shampoo ist wirklich für mich das Allerhärteste, leer zu kriegen. Und das wird, glaube ich, auch das, was ich dann doch mit nach Frankfurt nehmen werde. Oder bei meiner Mama zwischen Bunkern. Dass die das dann mitnimmt, die das dann mitnimmt. Entschuldigt, heute kommt der Dialekt ein bisschen raus. Wenn ich mich aufrege, kommt der Dialekt raus. Ja, aber mal schauen. Aber ich mag das Shampoo sehr gerne. Ich mag diese Dreierkombi sehr gerne. Aber trotzdem brauche ich einfach nicht viel davon. Gut, und jetzt kommen wir zum allerletzten. Das ist Parfüm. Ja, das ist sozusagen meine Parfümauswahl, meine Parfümsammlung. Ich habe noch unzählige kleine Parfümgröbchen, aber gut, die reichen dann mal für 2 Tage. Ich denke, die sind jetzt nicht so das Problem. Das Problem ist das hier. Diese Parfüms mag ich sehr gerne, beziehungsweise, sagen wir es mal so, mein Duft sozusagen, mein Duft, seit ich 15, 16 bin, ist Armani Code. Das ist meine zweite oder dritte Flasche. Seitdem, ich gehe damit schon sparsam um, also ich bin jetzt kein täglicher Parfümträger, aber ist ja auch etwas teurer. Und ja, aber das ist sozusagen mein Duft für, aber das ist halt auch relativ schwer, deswegen eher so ein Herbst-Winter-Duft. Ich stelle es mal hin, hingestellt, sieht schön aus. Und was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist CK1. Da habe ich aber das große Body Spray, was aber irgendwie genauso lange hält wie das Parfüm. Deswegen hatte ich mir dann das nachgekauft und bin eigentlich sehr zufrieden. Vor allem, wenn ich es in die Haare gebe, dann riechen die wirklich am nächsten Morgen immer noch danach. Also da hält das wirklich richtig lange. Es hat aber auch eine große Flasche. Ich möchte von denen auch nichts aufbrauchen, weil die muss ich mir dann eh wieder nachkaufen, weil die würde ich mir auch sofort nachkaufen. Und die sind auch nicht gerade günstig, also gerade das Armani. Und gerade frisch bekommen sozusagen zum Kindertag das Japanese Cherry Blossom von The Body Shop und ich liebe es. Also das war ja bis oben voll und ich habe es schon doch ein Stückchen benutzt in den 20 Tagen, wie ich es jetzt habe. Ich kann es auch nochmal auftragen. So ein toller, leichter Sommerduft. Ich liebe es. Es riecht einfach so toll nach Kirschblüten. Und das mag ich sehr, sehr gerne. So, die will ich sozusagen nicht aufbrauchen, aber wenn, dann zeige ich sie euch heute nicht mit. Das hier ist das Problem. Dieser Bereich ist das Problem. Wir haben da einmal dieses ewig alte Esprit-Parfüm, was ich am liebsten wegschmeißen würde. Es hat halt auch die Farbe schon verändert.
aber den Duft noch nicht. Und solange der Duft noch stimmt, denke ich mir so, und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, aber es ist halt eigentlich so ein Drogerie-Parfüm und war, glaube ich, mal ein Weihnachtsgeschenk von meiner Oma und ja, genau dasselbe mit Max Ice Touch. Jeder hatte es. Es gab so eine bestimmte Zeit, als es rauskam, da wollte es jeder haben. Ich habe jetzt hier noch diese halbe Flasche vor mir und habe eigentlich keine Lust drauf und kann es aber auch nicht wegschmeißen und will es eigentlich nur weghaben. Und die absolute Misere sind ja die Essensparfüms. Ich habe sie ja, also es war ja das Erste, was ich überhaupt zugeschickt habe, waren die ganzen Essensparfüms. Ich muss leider sagen, dass der Großteil mir einfach auch zu süß ist. Also zu, ja, nicht feminin genug. Ich bin dann, glaube ich, doch eher klassisch oder sehr, halt sehr, sehr frisch, wenn es um Parfum geht. Und ja, ihr seht, von den original zugeschickten ist noch das hier übrig. Ich hatte noch eine kleine Flasche Like a New Love, glaube ich. Die war aber ja ausgelaufen, kaputt gegangen. Habe ich euch in einem Aufgebraucht-Video gezeigt. Und dann hatte ich noch Like a Girl's Night Out. Der hat mir aber überhaupt gar nicht gefallen. Der war viel zu schwer und süß. Und den habe ich aber an eine Freundin weitergegeben, glaube ich. Ich habe es unten in meiner Ramschkiste sozusagen. Ich hoffe, dass sie es mitgenommen hat. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch da. Ja. Like a Day in the Candy Shop hatte ich ja eigentlich als allererstes gedacht, dass es mein Hassparfüm ist, aber ich finde, das ist ein relativ netter Raumduft, also so Raumerfrischer, der ist halt doch relativ schwer und süß, aber irgendwie auch ja doch ganz angenehm, nicht an mir, aber im Raum, deswegen benutze ich den dann immer so als Raumspray ab und zu mal, aber dafür ist halt auch noch überhaupt nicht viel raus. Und Like a First Day in Spring ist mir eigentlich auch, die Kopfnote mag ich sehr gerne, aber die Herznote ist mir viel zu süß. Da kommt dann wirklich sowas Süßes raus. Und also ich hänge nicht an den Essensparfüms. Das, was mir noch mit am besten gefällt von denen, ist das Like a Walk in the Summer Rain. Das ist doch relativ aquatisch und nicht ganz so mädchenhaft süßlich. Und Like a Jump in the Pool, das ist ja auch schon relativ leer. Ich versuche halt wirklich, die mir auch in die Handtasche zu stecken, weil die halten ja auch nicht so lange. Da kann man ja auch wirklich mal sich dreimal am Tag mit einsprühen. Aber, und ich finde, ich bin dann auch schon relativ weit so mit den Parfüms, aber, ja, die habe ich mir halt auch blind gekauft, ohne dran zu schnuppern, hätte ich schon mal vorher dran schnuppern können, hätte ich sie vielleicht gar nicht mitgenommen, aber ich war halt zu neugierig und wollte euch gerne das Video machen und, ja, die würde ich am allerliebsten leer haben in 2,5 Monaten, aber ich weiß, dass ich es nicht hinkriegen werde, ich weiß es einfach jetzt schon, gerade weil ich mir jetzt halt fast täglich nur gerne das benutze und bis dahin auch täglich gar nicht Parfüm benutzt habe und es wird eine Misere. Ja, ich hätte euch jetzt auch noch Badezusätze oder sowas zeigen können, aber da habe ich gar nicht so viel. Ich denke, das kriege ich definitiv alle. Nagellackentferner habe ich auch wirklich gut aufgebraucht. Da stand mal irgendwas an die 6-7 Flaschen bei mir rum. Das sind mittlerweile nur noch 3 und aber auch wirklich davon 2 schon so halb leer. Also da bin ich auch ziemlich stolz auf mich. Und ja, aber es sind halt trotzdem sehr viele Sachen. Mein Bad ist ziemlich voll. Ich ziehe von einer kleinen Einzelwohnung in eine WG. Ich weiß, dass ich mich einschränken muss und deswegen muss so viel alle werden wie möglich. Und ich halte euch auf den Laufenden. Ihr bekommt Bescheid in den aufgebrauchten Videos, wie ich jetzt vorangeschritten bin. Und ja, ihr könnt gerne mitmachen, ihr könnt ja gerne mal posten, was ihr gerne so aufbrauchen wollt, gerne als Videoantwort oder in einem Blogpost oder auf Instagram. Und dann können wir ja uns jetzt zusammen durch unsere Produkte quälen. ja, bei mir ist es wirklich auch so ein Platzding. Ich meine, wenn man jetzt nicht umziehen muss, aber dann kann man sich ja ein bisschen mehr Zeit lassen, aber ich möchte einfach nicht so viel schleppen und deswegen sollen jetzt ein paar Sachen weg. Okay, danke, dass ihr dieses lange Video mit mir ertragen habt, sozusagen. Ich hoffe, es war für euch auch mal ganz interessant zu sehen, was ich so habe. Das war jetzt auch eigentlich schon so mein Badewannenrand-Tag-Video, keine Ahnung, was auch immer. Weil das ist so das, was bei mir am Badewannenrand steht, außer die Parfüms. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder in einem neuen Video. Also danke fürs Zuschauen, macht euch einen schönen Tag. Tschüss!